Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu dem zweiten Video meiner Videoreihe Make-up für Dummies. In dieser Videoreihe erkläre ich meine Make-up-Skills Leuten in meiner Sprache. Ich bin kein Make-up-Profi, ich bin kein Make-up-Artist, aber ich mache jetzt seit 4 Jahren YouTube. Ich schminke mich leidenschaftlich gerne und ich möchte einfach einige Sachen erklären in einfacher, normaler Sprache, sodass jeder es versteht. Das ist ganz angelehnt an die Buchreihe Dummy für Dummies. So, und meine Follower haben sich das ganz doll gewünscht, dass ich das mal mache und ihnen verschiedene Thematiken erkläre. Ein Video gibt es schon online, das ist zum Thema Primer, das werde ich euch in der Infobox verlinken. Und im heutigen Video widmen wir uns dem Thema Color Correcting. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, was ist Color Correcting? Und in diesem Fall ist der Name wirklich Programm. Color Correcting nutzt man, um Farbunterschiede im Gesicht auszugleichen. Wofür benutzt man Color Correcting? Color Correcting benutzt man, indem man verschiedene Farben aufträgt, um Dinge im Gesicht zu kaschieren, wie Pickel, Rötungen oder sie farblich zu neutralisieren. Und da benutzt man auch sehr oft Komplementärfarben. Ich werde euch gleich ungeschminkt zeigen, wie ich verschiedene Color Correcting Produkte in mein Gesicht auftrage. Ich mache es immer so, ich habe mein Gesicht gereinigt, ich habe eine Tagespflege drauf, dann kommt der Primer, den lasse ich kurz einwirken und dann kommt die ganze Farbkorrektur mit dem Color Correcting. Ich werde euch nun verschiedene Arten von Produkten zeigen, die man für Color Correcting benutzen kann. Wartet ab, es klingt vielleicht noch etwas kompliziert, aber zu den ganzen Farben und allem kommen wir danach. Ihr seht hier ganz viele verschiedene Arten von Color Correcting Produkten. Es gibt Produkte, die sind flüssiger, das seht ihr hier, das sind sehr flüssige Produkte. Ihr seht das alles später nochmal beim Auftragen, da zeige ich euch die Unterschiede. Da habt ihr manchmal solche Applikatoren zum Auftragen. Ihr habt Produkte mit so Pinselapplikatoren. Dann gibt es Color Correcting Produkte so in Stiftform. Oft gibt es auch so Paletten, die sind dann so zum Auftragen mit einem Pinsel. Dann habt ihr hier Produkte, die ein Mittelding sind aus pastenartig und flüssig, die doch schon leichter aufzutragen sind. Und hier habt ihr Produkte, die sehr pastenartig sind, die schon ein bisschen schwerfälliger beim Auftragen sind. Und was man hier benutzt, ist wirklich den eigenen Vorlieben überlassen. Grundsätzlich gilt, je flüssiger ein Produkt ist, desto weniger Deckkraft hat es. Je fester und pastenartiger ist, umso mehr deckt es ab. Hier seht ihr verschiedene Pinsel, die ich heute benutzt habe bei meinem Make-up. Ihr müsst gucken, womit ihr am liebsten arbeitet. Es gibt kleine punktuelle Pinsel, Pinsel, die bisschen lockerer gebunden sind. Ich benutze Pinsel immer so, wie ich am besten damit arbeiten kann. Manche benutzen Pinsel nur dafür, wofür sie vorgegeben sind. Schaut einfach selber, was für euch am besten klappt. Welche Arten von Color Correcting gibt es und vor allem, welche Farbe ist wofür? Das erkläre ich euch jetzt ungeschminkt und zeige es euch direkt in meinem Gesicht. Ich bin ungeschminkt und habe meine Tagespflege drauf und wollte euch erstmal die Stellen zeigen, an denen ich mit Color Corrector arbeiten würde und tue und wollte euch was zu meiner Haut erzählen, weil das ist vielleicht auch für euch relevant. Ich habe trockene Haut, ich habe Augenringe und Augenverfärbung. Selbst wenn ich jetzt einen unendlich gesunden Lebensstil hätte, nur Vitamine zu mir nehmen würde, ganz viel schlafen würde und, hätte ich aufgrund von meinem südländischen Touch, ich habe türkische Wurzeln, Augenverfärbung. Und die sieht man, ich habe öfter Rötungen an der Nase, da benutze ich auch Color Corrector. Manchmal habe ich so Pickelchen, so wie hier, da benutze ich dann auch Color Corrector oder allgemein für so Narben, Stellen oder manchmal will ich meine Sommersprossen kaschieren. Das sind alles so Stellen, an denen ich mit so einem Produkt arbeiten würde. Hier habe ich eine Color Correcting Palette von NYX und da habt ihr auch verschiedene Töne. Ihr seht, sie ist schon gut benutzt und ich werde jetzt gemeinsam mit euch verschiedene Farben auftragen, die es beim Color Correcting gibt und ein wenig dazu erklären. Als erstes werde ich mit euch gemeinsam einen grünen Ton benutzen. Da nehme ich auch so einen kleinen punktuellen Pinsel, also rund und eng gebunden. Grün benutze ich gegen Rötung, zum Beispiel hier an der Nase habe ich auch gerne mal Rötung. Da finde ich so einen Pinsel, der eng gebunden ist, sehr gut. Da kannst du einfach so auf ein Pickelchen gehen und gehe so hier auf manche Rötung und arbeite das alles mit dem Beauty Blender schön ein. Wenn man nun so guckt, macht es keinen unendlich großen Unterschied. Es ist aber ein Unterschied im Vergleich dazu, als wenn ich Foundation aufgetragen hätte, ohne das ein wenig zu Color Correcten. Nun benutze ich Rosa, das ist ein Ton, den ich beim Color Correcten benutze, gegen Augenschatten. Wenn ich sie extrem stark kaschieren möchte, meine Augenverfärbung, benutze ich Rot, das kommt später. Wenn es eher so ein Mittelding ist oder so ein leichtes Make-up, dann benutze ich eher Rosa. Da habe ich auch hier die NYX Palette, die ich empfehlen kann. Das Produkt hier kann ich auch sehr empfehlen, das ist von Catrice, die Camouflage Cream, da steht auch Wake-Up-Effekt und die ist auch in so einem Rosé-Rosa-Ton. Ich
Ich benutze das, ihr seht, das ist eine sehr starke Paste, aber auch nur außen, weil bei meiner trockenen Haut, das habe ich euch ja schon erzählt, unterm Auge wird das so krass in die Falten gehen, deswegen benutze ich so richtige Pasten wie das von Catrice hier außen. Aber falls ihr ein günstiges und gutes Produkt mit nur einer Farbe sucht, ist das von Catrice auch sehr empfehlenswert. Und auch das wird hier jetzt eingearbeitet. Früher habe ich diese Creme von Catrice immer sehr, sehr gemocht. Mittlerweile finde ich im Drogeriebereich nichts besser, weil es einfach auch eine Paste ist, sie aber nicht so schwer zu verblenden ist wie das von Catrice. Ich weiß nicht, ob ihr einen minimalen Unterschied erkennen könnt zwischen dem Auge. Ich habe es jetzt halt nur außen aufgetragen, weil es so eine starke Paste ist. Und zwischen dem Auge, wo noch gar nichts passiert ist. Hier benutze ich jetzt aber auch etwas Rosanes. Da wollte ich euch auch nochmal zwei Produkte zeigen. Ich habe euch ja schon erzählt, es gibt verschiedene Formen. Hier hast du so ein Rosa mit so einem integrierten Pinsel. Aber ich möchte das hier benutzen. Diese Master Camo Stifte aus der Drogerie von Maybelline kann ich auch sehr empfehlen. Da habe ich wirklich fast alle Farben. So, hast du ja auch so ein Rosa. Drehst du, kommt was raus. Und das hier ist auch schon sehr, sehr flüssig, ganz leicht pastenartig. Und diese Stifte benutze ich dann auch überall. Ich benutze meistens, wie ihr sehen könnt, ein bisschen zu viel. Also macht lieber langsam. Ich war immer schon so, dass ich gerne mehr benutzt habe, statt zu wenig. Aber eigentlich ist es besser, es langsam aufzubauen. Also macht mal langsam. Ich arbeite das jetzt ein und zeige euch gleich mal den Unterschied zwischen dem Auge, wo es nur außen aufgetragen ist, und mit diesem hier, wo ich überall das Rosane benutzt habe, zum Reduzieren von so mittelkräftigen Augenschatten. Ich glaube, man kann schon einen deutlichen Unterschied erkennen zwischen diesem Bereich und diesem Bereich. Hier habe ich jetzt alles mit einem rosa Color Corrector bearbeitet. Hier nur die Außenseiten. Und es ist, meine Augenringe und Augenverfärbungen sind immer noch da, aber es ist schon ein Unterschied zwischen hier und hier, soweit ich das in meinem Spiegel sehen kann, soweit ihr das vielleicht sehen könnt. Und rosa benutze ich halt immer wieder bei so mittleren Make-ups, die jetzt nicht so 50 Kilo beinhalten und so richtig Full Coverage sind, also alles abdecken, sondern eher so ein mittleres, leichtes Tages-Make-up. Da mag ich rosa sehr, sehr gerne. Dann gibt es noch gelbes Color Correcting. Das hilft gegen ganz leichte Rötung und sorgt ein bisschen strahlende Gesichtspartien. Ich muss sagen, gelb als Color Corrector benutze ich nie. Deswegen kann ich euch das jetzt ja auch nicht so groß zeigen, weil gelb nicht wirklich mein Ton ist. Dann gibt es noch lila Color Correcting. Das benutzt man bei fahler, blasser, farbloser Haut. Aber auch das benutze ich nicht, weil lila liegt mir einfach nicht. Manchmal habe ich auch so einen fahlen Ton, Hautton. Also du weißt, wie ich meine, ich kann nicht so gut aussprechen, ist ja nun mal so. Aber manchmal ist es auch bei mir ein bisschen fahl. Da helfe ich aber mit einem Primer, der so einen Rosé-Stich hat und das Ganze so ein bisschen besser verdeckt als jetzt so ein lila Color Corrector. Lila ist nicht meins, aber so mit einem Primer mache ich das Ganze nochmal sehr frisch. Und der Vorteil, den ich bei rosa sehe, ist einfach, egal oder fast egal, welchen Hautton du hast, ob du sehr weiß bist wie eine Wand oder so ein mittlerer Ton bist, egal welchen Unterton du hast, rosa sorgt immer dafür, dass du ein bisschen wacher und frischer aussiehst, im Gegensatz zu knallharten Farben wie Rot oder so mit Augenschatten. Deswegen ist rosa so eine Empfehlung, die ich wirklich den meisten empfehlen kann und die zu den meisten passt. Bei meinem letzten Make-up für Dummies Video haben sich auch manche von euch gewünscht, dass ich mal ein paar High-End-Produkte zeige. Hier habe ich vom Becker den Under Eye Brightening Corrector. Das ist auch eine Paste, die du aufträgst, die ist aber sehr, das ist so ein Mittelding aus fest und flüssig, das geht klar. Das ist ein absolutes Favoritenprodukt von mir. Ich mag das sehr, sehr gerne und benutze das auch oft unter meiner Foundation, manchmal so ganz bisschen drüber. Und das sorgt auch nochmal dafür, dass du so ein bisschen frischer und wacher aussiehst, also auch eine sehr große Empfehlung von mir. Dann gibt es noch orangenes Color Correcting. Das benutzt man gegen dunkle Hautverfärbung. Das benutze ich auch, wenn ich es benutze, meistens in dem Außenbereich meiner Hautverfärbung. Ich zeige euch das mal. Diesen Maybelline-Ton benutze ich überall am Auge, weil er halt nicht so extrem dickflüssig ist. Dann habe ich hier einen von Becker, der Backlight Target Color Corrector. Den benutze ich dann doch eher hier mal außen, einfach damit ihr vielleicht mal den Unterschied zwischen den beiden Produkten seht. Aber ich muss sagen, dass ich persönlich dann doch lieber zu Rot greife, weil das halt nochmal sehr stark ist. Oder zu rosa. Also orange als Color Corrector benutze ich dann doch wirklich sehr, sehr selten. Hier seht ihr jetzt einmal den Unterschied bei dem Orangen, das ich hier innen und außen benutzt habe, und hier komplett.
Orange nutze ich nicht so gerne, muss ich sagen. Ich benutze dann lieber doch rosa und rote Produkte zum Abdecken meiner Augenringe. Also so dieses peachy-orange-mäßige ganz, ganz selten. Ich finde, man sieht jetzt auch nicht so krassen Unterschied. Da fehlt jetzt auch ein bisschen das Foundation-Ding. Ich finde, Orange und Rot kann man erst so richtig nochmal mit Foundation beurteilen. Grün sowieso. Rosa kannst du auch ohne Make-up und so benutzen. Alles gut. Aber ich finde, hier erkennt man das jetzt nicht so doll und deswegen Orange hat für mich jetzt nicht so einen Reiz. Und jetzt zeige ich euch nochmal Beige als Color Corrector. Beiges Color Correcting benutzt man zum Aufhellen der Haut und bei Augenringen. Ich habe hier ein Produkt, das ich sehr gerne benutze. Das ist von MAC, der Studio Finish Concealer. Da müsst ihr aber rausfinden, was euer Ton ist. Es gibt auch so Standard-Beige-Töne in Paletten, aber da muss man immer gucken, wie sie passen. Aber oft passen sie. Könnt ihr ja testen im Laden mit Swatches. Das hier von MAC ist eigentlich ein Concealer. Ich benutze ihn aber auch so, um Dinge abzudecken. Also nicht mal zum Aufhellen der Haut, weil er hat eine schöne, feste Konsistenz. So, da mag ich das sehr gerne. Und wenn ich ihn bei meinen Augenringen benutze, dann auch nur außen, weil sonst würde er mir viel zu sehr die untere Augenpartie austrocknen. Und ich benutze ihn einfach so gern. Manchmal, Digis, nehme ich ihn auch einfach und klatsche ihn hier überall drüber und verdecke meine Sommersprossen, weil ich halt jetzt in dem Moment keine Lust darauf habe. Oder für so ganz kleine Pickelmale oder Stellen und so. Da ist Beige auf jeden Fall chillig. Das benutze ich dann auch häufiger. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das eingearbeitet aussieht. Das ist jetzt so das Ergebnis mit Beige als Color Corrector. Ich mag das sehr gerne. Gerade hier im Außenbereich ist das nochmal sehr stark abdeckend bei mir. Und wenn ich halt so wirklich manche Stellen im Gesicht kaschieren möchte, zum Beispiel meine Sommersprossen, jetzt nochmal eine Foundation drauf, die sehr stark deckt, dann siehst du kaum noch was. Oder so kleine Pickelmale. Da ist Beige einfach super. Und jetzt zeige ich euch roten Color Corrector, weil der ist ein bisschen tricky. Rotes Color Correcting ist sehr, sehr tricky. Ich benutze jetzt für das linke Auge von Becca den Backlight Target Color Corrector in Papaya. Ich hoffe, den gibt es noch online. Das ist ein High-End-Produkt, das ich sehr, sehr gerne mag. Und für das rechte Auge nehme ich aus der Drogerie von Maybelline Master Camo in Rot. So, Becca trage ich erstmal mit einem Pinselchen auf. Das Ding bei Rot ist, dass es so starke Augenverfärbung wie bei mir wirklich sehr gut ausgleicht. Man muss aber sehr gut aufpassen, dass man danach vernünftig weiterarbeitet. Dass du wirklich deinen Concealer und deine Foundation, dazu kommen noch weitere Videos, richtig gut aufträgst. Denn ansonsten siehst du viel schlimmer aus als vorher. Kannst dir vorstellen, gerade wenn du Concealer drauf hast und hier noch so rot unterm Auge bist, weil du es nicht richtig verblendet hast oder eingearbeitet hast, dann siehst du halt echt, ja, dann siehst du nicht, sieht schlechter aus als vorher. Sprich, egal bei welchem Color Corrector, aber beim roten am meisten, wenn du ihn nicht richtig einarbeitest, tupfend, nicht wischend. Wenn du ihn nicht richtig einarbeitest, dann verstärkst du vielleicht sogar den Effekt, den du kaschieren möchtest. Und gerade bei dem roten, aber eigentlich bei jedem, aber beim roten extrem, ist es wichtig, dass du danach mit der Foundation und dem Concealer richtig, richtig gut arbeitest. Jetzt benutze ich den von Maybelline aus der Drogerie. Für das Einarbeiten von meinen roten Color Correctern habe ich hier extra ein... Digga, das war viel zu viel Produkt. Was ist das? Ignoriert das. Für das Einarbeiten von dem roten Color Corrector habe ich hier extra ein Make-up-Eye von Real Techniques. Real Techniques feiere ich nicht so krass wie den Beauty Blender. Aber wenn ich hier mein Beauty Blender benutzen würde, mit dem ich später Foundation und so einarbeite und vorher das Rot, das wird ja alles kaputt machen. Deswegen habe ich hier ein eigenes Make-up-Schwämmchen für dieses rote Color Correcting. Und hier seht ihr einmal, was ich wirklich an Color Correcting benutze, wenn es ein richtig starkes Make-up sein muss, was meinetwegen 20 Stunden hält. Bei Hitze, bei Events und sowas. Das ist so das Maximum, was ich an Color Correcting benutze. Ihr wisst, ich bin Typ, der immer zu viel raufklatscht. Ich bin Typ, der immer sehr grob ist. Das müsst ihr nicht so handhaben, aber es ist halt meine Art. Ich sag euch ja, wie ihr es anders machen könnt. Ich bin halt auf diese Art und Weise. Normalerweise trage ich es nach und nach auf. Ich habe es jetzt alles auf einmal aufgetragen, um euch das nochmal so zu verdeutlichen. Das arbeite ich jetzt alles ein und dann zeige ich euch das nochmal mit der Foundation und dem Concealer. Ich habe mich nun komplett fertig geschminkt und möchte nochmal mit euch auf speziellere Themen eingehen zu dem ganzen Color Correcting Thema, unter anderem auf das Thema Hauttypen. Tipps für verschiedene Hauttypen. Ihr solltet auf jeden Fall gucken, mit welcher Konsistenz ihr am besten arbeiten könnt. Ich zum Beispiel mag manchmal auch diese pastenartige Konsistenz, die ich im Augeninnen- und Außenwinkel benutzt habe, die ich aber nicht hier benutze, weil es zu
schlecht wäre für meine trockene Haut. Schaut einfach, was ihr für eine Haut habt und wie ein Produkt am besten bei euch funktioniert. Ich kann mir vorstellen, bei meiner trockenen Haut gibt es Produkte, die bei euch mit fettiger Haut vielleicht auch nicht überall klappen. Da muss man sich ein wenig durchfuchsen. Ich werde euch alle Produkte, die ich in diesem Video benutzt habe, in der Infobox verlinken. Falls ihr sie kauft, kauft sie gerne über die Links. Da sind vielleicht Affiliate-Links dabei, da bekomme ich ein bisschen Provision. Das sind Produkte, die jeweils für trockene und fettige Haut geeignet sind und die bei mir super funktionieren. Aus dem Drogerie- und High-End-Bereich und die kann ich alle absolut empfehlen. Ganz wichtig, ihr müsst Color-Correcting-Produkte immer richtig gut einarbeiten, das habe ich euch ja schon ein bisschen gezeigt. Und ihr dürft euch auf jeden Fall Zeit lassen, arbeitet es in aller Ruhe ein. Wichtig, ich benutze immer einen Beauty-Blender, ich arbeite nie ohne, deswegen kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Arbeitet die Produkte tupfend ein. Dann könnt ihr es besser in die Haut einarbeiten, als wenn ihr rumwischt, dann verwischt ihr es nur und es hat gar nicht den Effekt, den es haben soll. Deswegen immer tupfen. Durch das Tupfen ist es nämlich so, dass sich das ganze Produkt besser mit der Haut verbindet, weil es besser eingearbeitet ist und es sich viel besser mit der Foundation, die später kommt, nochmal verschmelzen lässt. Meiner Meinung nach, das ist aber auch nur meine Ansicht, kann man nur beige und rosa ungeschminkt benutzen. Grün, lila, gelb ist ja, gelb-lila ist ja eh nicht mein Bereich, aber grün, rot und sowas würde ich immer nur benutzen als Color Corrector, wenn ich danach eine Foundation benutze. Rosa und so, beige nehme ich auch mal ungeschminkt, wenn ich einfach kurz was verdecken will oder frischer aussehen will. Alles andere benutze ich nur in Kombination mit Make-up. Welche Art von Color Correcting passt zu euch und welche sollt ihr am besten nehmen? Das müsst ihr je nachdem entscheiden, welche Problemstelle ihr bearbeiten wollt. Manche mögen solche Paletten sehr gerne, andere brauchen nur ein bisschen beige zum Abdecken. Andere wiederum wollen einfach rosa, um ein bisschen frischer auszusehen. Andere suchen nur grüne Produkte, um ihre Rötung abzudecken. Da müsst ihr wirklich schauen, welches Produkt passt am besten zu euch und welche Problemstellen habt ihr. Ich habe einige Problemstellen in meinem Gesicht. Deswegen habe ich euch vieles an meinem Gesicht zeigen können, aber ich konnte natürlich auch nicht alles abdecken. Eine Palette wie zum Beispiel die hier wäre gar nichts für mich. Der Beige-Ton hier ist mir zu dunkel, gelb benutze ich nicht, lila auch nicht. Reizt mich nicht. Eine Palette wie die von NYX, die ich auch benutzt habe, hat auch einen Beige-Ton, der für mich zu dunkel ist, könnte ich zum Konturieren benutzen, reizt mich aber nicht so und hat trotzdem andere Farben, die ich benutze. Gelb habe ich hier auch schon mal getestet, aber hier benutze ich regelmäßig grün, rosa oder den Beige-Ton und die anderen kannst du ja auch mal rumtesten. Da müsst ihr gucken, welche Problemstellen habt ihr, wie wollt ihr sie beheben. Color Correcting ist etwas, was ich nicht immer beim Make-up mache. Es gibt Schritte, die ich immer grundsätzlich tue, wenn ich mich schminke. Ich benutze immer einen Primer, ich benutze immer einen Beauty-Blender und. Color Correcting ist etwas, das kann man machen, muss man aber nicht. Da müsst ihr schauen, ob ihr Lust dazu habt. Ich mache es sehr gerne. Und das war jetzt eigentlich alles zu dem Thema Color Correcting. Macht ein Trinkspiel draus. Außer ihr seid unter 18, dann solltet ihr nicht trinken, sondern euch auf die Schule konzentrieren. Ihr habt genug Zeit zum Trinken. Jedes Mal, wenn ich Color Correcting gesagt habe, weißt du Bescheid. Ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das zweite Video meiner Make-up für Dummies Videoreihe fandet. Ich bin da sehr gespannt drauf, weil mich interessiert das mega doll, wie ihr das findet, wie das bei euch ankommt. Ich bin da noch sehr aufgeregt. Und ansonsten, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, kommentiert gerne. Ich versuche dann auf die Kommentare einzugehen. Vielleicht können andere Follower euch da auch nochmal helfen. Ich versuche, so gut es geht, im Video alles zu sagen, aber ich vergesse bestimmt auch mal Sachen. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen bei diesem Video. Und als nächstes kommt dann das Thema Foundation, da freue ich mich auch sehr drauf und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, 4-mal die Woche neue Videos, montags, mittwochs, freitags, sonntags, 18 Uhr. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.